Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen jetzt weiter, wir holen uns noch einen Traktor. Na, dann machen wir kurz Sprung. Einen Traktor für die Deichsel abkuppeln vom Anhänger. Das fahren wir hier im Hof, fahren wir sie in den Traktor irgendwo stehen. Den wir gebrauchen können, hat nicht gebrauchen können. Den nicht. Aber wir steigen mal ein, damit wir nicht lange suchen müssen. Dazu nehmen wir den Mist-Traktor, ne? Das ist ja eh ideal, ne? Den brauchen wir eh. Hinfahren wollten zum ja zum genau müsste bei den Kühen ja Schweine haben jetzt einmal Futter gekriegt und zwar die der rechte Stall hier vorne unsere Zuchtschweine unsere Zuchtzaun und die nächste Ladung geht nachher überlegen ja gut, das ist im Grunde jetzt egal. Wir werden mal hier, wie geht die Tür auf? Na ja, gut, ist auch egal. Neue Updates sind drauf von Global Company. Bewirken, weiß ich auch nicht, aber gut. Wenn es Updates gibt, macht man so allgemein. Man macht die rauf, ne? Das ist eigentlich nicht von Schaden, wenn man das macht. Also man weiß ja nie, es könnte ja sein, dass plötzlich ein Fehler aufgetaucht ist, den man vor und den man vorher nichts wusste und dann nachher könnte es abstürzen können. Auf diesem Grund, ne? Aufgrund von anderen Programmen vielleicht, die dazugekommen sind, was dann entdeckt und was dann korrigiert. Das war also okay, wir machen dann ein Update drauf und fertig ist. So, hier sind unsere Dünger hier noch mit Mist. Und dann fahren wir gleich zum anderen Stall. Müsste ich überlegen, gleich na gut, den Anhänger werden wir gleich Futter nehmen. Den anderen Anhänger nehmen für Futter. Aber das ist schon richtig gewesen, hier rechts. Dann kriegt man nämlich gleich und nehmen gleich ein Fuhr Futter mit für die anderen Schweine. Ja, voll Mist. Kriegen sie Mist. Bei uns haben. Haben wir genug. Los. Sagen sollte auch noch nicht. Das ist so Leistung hat. Okay, hoffen wir geht nicht. Keine Probleme gibt hier, weil die Leistung naja, nicht der Rede wert ist. Okay. Wir werden ja gleich wieder zurückfahren zum Kuhstall, wie man misst. Gleich mitnehmen und dann nehmen wir gleich einen Anhänger für Futter und dann geht gleich wieder zum Futterspender, wenn man so. Verkaufsstelle und dann fahren wir gleich. Schade, Kuppel kriegt hier. Das werden wir gleich mal sehen. Ja, das ist komisch. Wir müssen Mist loswerden hier, ne? Läuft schon über. Cheat. So, dann mal stehen bleiben. Wir fahren mal zu unserem Anhänger für Schweinefutter. Kann ich in der Produktion wieder arbeiten? Und dann ist gut. Öffe geht auf 5, ist egal. Zur Not werden wir im Frühjahr entsprechend aussehen. Ja, so rum geht's auch. Dann die Aussaat für Weizen werde ich noch machen. Das war die erste. Die erste war ja gemeint. Ja. So, und dann weg. So.
sauber haben wir gemacht, die anderen müssen auch noch sauber gemacht werden. Und neun Stall und ein Stall wird mistig, die anderen sind nicht mistig. Das ist komisch. Ja, ich muss mal zeigen. So, kleiner Alt, Sauberkeit 44, da 100%, da 100%, 100%. Das ist echt komisch, weil die haben schon Ofen. Das sind schon die etwas älteren Ferkel, die haben schon 52 Kilogramm. Ja, so im Schnitt 52 bis 60 und so, 38 sind die kleineren, das ist eine andere Sorte, denke ich mal, ja, sind auch. Ansonsten sind hier im zweiten Stall sind auch mit 57 und im Dreh. Schlachtreif werden sie später, wenn sie hier der neue, der alte Stall mit 216 Kilo haben, dann werden die schlachtreif dann sein. Und die mit den 14 und den weniger muss ja, das sind die anderen hier, ne? Oder hier diese. Ja, sag mal hier, diese hier. Die sind dann etwas leichteren Tiere. Guck, kriegst du wieder. So. Ja, wenn er mal läuft bei den Schweinen, dann geht's rund, ne? Mit Eber haben wir keinen bei. Also da ist immer noch einer dabei, der irgendwie zufälligerweise vorbeikommt. So, und zwar ein Samer. Aber wie das hier funktioniert, das macht eine Geisterhand, ne? Kommt von alleine. So. Machen wir gleich was rein. Das muss nicht ganz voll sein. Aber das reicht normalerweise. So, das kostet ja ein bisschen Geld, aber das ist ja billiger als wenn man das herstellen würde. Ne? Oder hier mit 7, 8 Anhänger rinfahren wird und dann entsprechend das versorgen würde. Später kriegen wir ja Schweinefutter aus dem Malz, ne? Fabrik. Und dann sollte es vielleicht sogar ausreichend sein. Warum zeigt er so wenig an? Das weiß ich nicht. Nimmt er überhaupt auf? Muss ich mal gleich kontrollieren. Also Kontrolle muss normalerweise sowieso sein. Also wenn die Folge jetzt zu Ende ist, ne, bei rund 10 Minuten, muss ich Kontrolle machen. Das stimmt was nicht. So, ganz kurz hinstellen. Füttern tun wir nachher. Ja, sind wir schon da. Die ersten drei werden wir gleich geben und später die anderen. Hier muss noch ein bisschen dick gemacht werden, bisschen gemalt werden muss hier noch, ne? Der Boden, das Gras muss ja weg sein. Dann machen wir ein bisschen einheitlich. Wir haben die Silos hier füllen. Da wäre es eigentlich schön, wenn es ein System geben würde, wo es automatisch vorgehen würde. Aber gut. Da gibt es ja mal einen Modder, der ja sagt, okay, er baut Stelle, wo es automatisch geht. Wo das Futter dann zu regelmäßigen Abständen gegeben wird. Eine entsprechende Menge. Aber gut. Ich weiß auch nicht, ob es sowas echt gibt. Ne? Keine Ahnung. Ich könnte mir das vorstellen, theoretisch, wie beim Wasserhahn. Man geht auf einen Schalter, man macht das an und dann geht das Futter entsprechend rein. Gut, bei den Schweinen Schwein ist allgemein, man sollte gucken, dass das alles sauber ist. Wegen der Krankheitsgefahr, ne? Kontrolle mal eh machen. Das geht nicht vollautomatisch, denke ich mal. Komplett. Oh, wird noch knapper Futter. Man dachte, wird weniger, aber gut. Dann müssen wir halt mal eine Fuhre nachholen, wenn es für drei, für vier dann nicht reicht. Weil vier muss ich ja noch Schweine holen. So.
können wir mal die Deichsel entfernen beim Hütransporter. Und dann werden wir das mal gleich mal die Ferkel holen. Und dann können wir gleich die Kühe noch Futter geben. Ne? Und das ist ja auch kein Problem. Und entsprechend an beiden Stellen Stroh. So, mal kurz gucken. Nehmen wir den Deichsel raus. Stell mal weg. Mit die Nase. So. So, jetzt hören wir nur die Musik und die Schweine. Ich muss den Ton hier ein bisschen leiser machen. Denke ich mal. Speichern. Sollte besser sein, ne? So wie ein neuer Kampf mit Ton, ne? Gut, jetzt haben wir die Schweine. Aber leer, ne? So, jetzt haben wir 13:03, 2. Müssen mal Futter haben sie nun. Wasser müssen noch geben. Gucken wir mal gleich, ob wir da noch anfangen können. 36 Gras. Ich habe eigentlich gehofft, dass da noch mal Gras reif werden würde, aber das sieht nicht so aus. Das hieße, man könnte da jetzt anfangen mit der Aussaat. Eben mal gucken. Und zwar, der ist gut gefüllt mit Weizen. Dann machen wir auf Gerste und dann fahren wir den gleich rüber. Und wir haben mal für 36 die Aussaat vornehmen. Ich glaube, beflügeln muss da nicht. Ich werde mal gleich hier vorne mal gleich nacharbeiten. Ja, gut, da geht auf, das sollte sein. Und hier vorne ist irgendwie ein bisschen groß, was fehlt. Das machen wir gleich noch entsprechend unsere Möglichkeiten. An der Ecke werden passen, ne? Auch immer. Also die Ecke ist ein bisschen ungünstig für die Aussaat. Ja. So, fast. Naja, fast. Vorne noch ein bisschen. Gut. Und das wollte ich eigentlich nicht machen. Wir klappen zusammen. Dann fahren wir Richtung Gleichfeld 44. Also ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass Gras noch wächst. Wir wollen aber mal aussehen, dass wir das im Frühjahr auch noch düngen können. Zweimal. Einmal zumindest. Dann kann ich nicht nebenbei arbeiten. Und wir können dessen die Schweine umstauen. Ne? Der muss auch noch in die Silage reingefahren in den BGH. Muss auch noch gemacht werden. Aber das machen wir dann morgen. Zur dritten Folge. Das hätten wir gar nicht machen können mit Tastatur. Ich keine Handfrei gehabt. Mehr oder weniger. Gut, lenken geht auch, aber Gas geben, ja gut. Geht halt mit Lenkrad besser. Ja, neben dem Gras, das wird nichts. Das sehe ich schon kommen, das ist schon eindeutig zu sehen. Das war schön gewachsen, erste Stufe, aber nur vorne wegschubsen. Sonst ist es mir schlecht. Wir wollen ihn ja nicht. Über. Das ist typisch. Das ist typisch Strohballen oder allgemeinen Ballen. Wenn die jetzt
schubsen willst, dann geht das nicht. Und wenn du jetzt theoretisch das nicht soll, dann geht's. So, mal nach vorne gehen. Nehmen wir das Gewicht nach unten, nehmen das Gewicht nach unten. Nehmen wir das Schiebeschild, ne? Oh, ich will es ja nicht komplett vom Acker her mitschleppen. Mit dem so, da ist auch gut aufgehoben. Wir können ja hier vorne anfangen. So. Werden wir gleich mal hier berechnen. Können wir hier vorne anfangen. So. 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 Irgendwo was gewesen. Settings hat hier drauf. Wenn nicht, muss ich mal sehen, dass ich das mir mal nachlese. Weil ich habe irgendwo mal was gelesen, dass man das einstellen kann. Gedrückt, weich, passt, 15 Meter, ein bisschen weniger, dann kriegen wir auch die Power nicht nacharbeiten. Arbeitet der Kurs rundherum. Hier gibt es von bezahlen, ne? Nix. Mein gut, wenn nichts kostet, ist auch nicht schlecht, ne? Aber irgendwie ist das nicht realistisch. Ich glaube, wir machen dreimal. Das ist, glaube ich, besser, ja. Deaktiviert. So, da haben wir uns verwalten. Ach, habe ich einen komplett gelöscht. Gut, macht nichts. Schwingfunktion aktiviert, Auftrieb 100%. Deaktiviert, Breite 14 Meter. Straße, wird alles klar. Ach, da. Aha, so. So, oh, jetzt geht los hier. Gut, das ist hier alles. Ne? Also. So, scannen. Aktiviert. Lot. Kurs Plato. Oh je, oh je. Aktiviert das mal einfach. Ist jetzt zwar riskant, ne? Weil ich das wieder nicht lesen kann. Also entdeuten. Ja, das ist klar. Große Atom Manum, ja. Wer weiß. Easy Latte. Wer weiß. Hier kann man zurück das. Okay, da kann man und dann kann man es zur Not ändern. Ja, okay, das kann man jetzt gut. Den Kurs werden wir mal speichern. Das ist Aussaat. So 30, 14 Meter. Speichern. So, wir werden sehen, ob da hier entsprechend ja, die Meldung kommt um 14 Uhr mit dem Lohn, ne? Beziehungsweise ob hier rechts Zahl runtergehen würde, ne? Mit dem Lohn. Wissenzahl möchte ich schon, ne? Gut, jetzt gehen wir weiter zu den Tieren, zum Ferkel und Transport. Der kann dann dessen mal arbeiten. Da braucht wie lange Rauer? Eine Stunde. Gut, aber eine Stunde im Spiel oder in realer Zeit, ne? Schau, das soll es die gerade sein. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schön um den Winkel. Ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann wieder zum Morgen, zu Sonntag vielleicht. Immer reinschauen, wenn ihr Lust habt. Einfach mal kurz reinklicken, ne? Tschüss.